Naja, was soll's. So. Einmal Industrie hier. Industrie da. Nochmal Industrie hier. Industrie da. Und Industrie hier. So, und dann baue ich nämlich... Hä? Was ist das jetzt? Das scheint nicht so ideal funktioniert zu haben, wegen den Bahnschienen hier offensichtlich. Okay, das ist natürlich scheiße. Aber was soll's? Da machst du nichts. Machst du so. Und machst einfach nochmal... Hier nochmal so. Und da nochmal das ran. So nämlich. So nicht anders. Und jetzt müssen wir einfach mal darauf hoffen, dass wir mehr Zeug brauchen. So, was braucht ihr? Legen Sie Parks an, um die Grundstückpreise zu erhöhen, um was zu erreichen. Und wohlhabendere Einwohner anzulocken. Diese Bevölkerungsschicht kann qualifiziertere Jobs annehmen und höhere Steuern bezahlen. Alles klar! Steuern! Asphaltpark. Nee, was brauchen wir nicht. Spielplatz mit Schaukel. Was ist das hier? Ein kleines Feld. Kleines Feld mit Parkplatz. Mittleres Feld mit Parkplatz. Ist auch was sehr Schönes. Machen wir mal ein kleines Feld mit Parkplatz einfach mal. Und zwar bauen wir uns das einfach mal. Mal, das passt doch hier ganz gut ran. So. Wumm. Und alle so, yay. Was haben wir hier? Einen Wasserspielplatz brauchen wir nicht. Ein Grillpavillon brauchen wir auch unbedingt. Grillpavillons sind aber mal hammermäßig geil, her damit. Allgemein Grillplatz, den können wir bestimmt irgendwo noch reinschieben, oder? Können wir den reinquetschen vielleicht so ein bisschen? Zum Beispiel da einfach rein, mein Gott. Was kleines, nettes hier rein? Nee. Schade, was ist das hier großes? Ein großes Feld mit Parkplatz, lol. Das ist noch gar nicht besetzt. Das ich muss mal hier das Ding jetzt, glaube ich, ausbauen. Gucken wir mal. Also, wir bauen. Ja, wie mache ich denn das? Also, ich glaube, ich kann hier eine Straße auf jeden Fall hinsetzen. Dann bauen wir mal eine Straße daran. Und zwar so. Genau hier hin. Und dahin. Und von mir aus noch hier ran, so. Dann bauen wir natürlich einmal nochmal Leben in die Bude. Da auch. Immer schön Leben ran. Und dann bauen wir hier noch ein bisschen was fürs Gewerbe. So nämlich. Alles klar. Damit hier das auch alles immer schön zugewiesen ist. Nicht, dass hier irgendwo Klassen und so weiter offen bleiben. Das wäre ja fatal, möchte ich meinen. Nicht wahr? Natürlich. Also nicht ausreichend Käufer der mittleren Einkommensschicht. Die Gewerbebetriebe haben nicht genügend Kunden der mittleren Einkommensschicht. Legen Sie Parks an oder bauen Sie öffentliche, örtliche Versorgung aus, um wohlhabende Kunden anzuziehen. Ja. Ich brauche also wieder Parks und so weiter. Was habt ihr da für ein Problem? Oh nein, ruft die Feuerwehr. Oh Gott, es brennt schon wieder. Um Gottes Willen, was habt ihr hier? Bei der Arbeit. Na, guck mal hier. Da ist doch alles wunderbar noch. Ich weiß gar nicht, was ich habe. Das ist alles noch voll im Rahmen. Hier einen Park hinbauen, wisst ihr? So nämlich. Sind das alles Trümmer oder was geht hier ab? Das ist ein Bullshit. Muss ich mich da selbst drum kümmern oder was? Ich meine, das kann doch alles nicht sein. Trümmer in der Trümmer verhindern ein weiteres Wachstum. Wo denn zum Beispiel? Da ist auch noch irgendwas. Trümmer planieren. So ist fein. Meine Güte. Was hast du für ein Problem? Oberbürgermeister Nichols, SSP. Ich möchte gerne eine Wette mit Ihnen abschließen. Was halten Sie von 5000 Dollar als Einsatz? Okay. Wenn Sie es schaffen, innerhalb von 3 Tagen einen Zimt in die Parks zu holen, haben Sie den Auftrag erfüllt. Mache ich. Wetten, ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich kann das.
jetzt brauche ich erstmal die Bullerei so langsam. Komm, gib mir nochmal eine Stadt hier. Komm, gleich ist die Stunde vorbei. Dann kann ich die Polizei rufen. Wuhu, mein Freund und Helfer. Wir Banausen. Gucken wir mal. Wir müssen uns auch so langsam dem Ende nähern. Ey, die mit ihrer Luftverschmutzung müssen wir auf den Keks gehen. Das ist ja der Hammer. Wo kann ich die denn zum Beispiel schön hin platzieren? So richtig schön hin bomben einfach nur. Hier könnte ich sie natürlich überall ransetzen. Könnte sie auch. Hier irgendwo ransetzen. Es ist schwer, Ladies and Gentlemen. Es ist wirklich, wirklich schwer. Muss ich dazu sagen jetzt einfach mal. Na komm, bummen wir sie da rein. So. Kann ja nicht jeder so leben wie in Abrahams Schoß hier. Haben wir Polizeiwagen? 10.000 natürlich, scheiße. Schild für Polizeiwache, Randa. Und eine Polizei Fahnenmast. Auch Randa, immer ruf. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwelche Bedürfnisse. Erst mit dem Maxis Herrenhaus werden wir wohl nicht mehr hinkriegen. Fügen Sie einer Grundschule ein Klassenzimmer hinzu. Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Wo sind die gewesen? Die waren doch hier irgendwo. Da ist die Schule, glaube ich. Ja, Grundschule. Da wird überall gebaut, das ist wunderbar. Guck mal, jetzt werden die Häuser auch alle ein bisschen groß halten, ne? Das hat es halt mit den Einkommensschichten der Bürger zu tun. Das ist wunderbar. Will ich so langsam hier ein Klassenzimmer hinzufügen. Ich brauche noch mal Geld, bitte. Machen wir hier ein bisschen schneller. Was sagen denn die Parks überhaupt? Nee, für heute geschlossen. Warum? Ach so, wegen der Zeit oder was? Besucher pro Tag? Ah, komm, komm, das läuft doch. Komm, da kriegen wir hin. Ich mir so, guck mal, das läuft. Das kriegen wir doch hin. Also jetzt machen wir aber hier keinen Holter die Polter. Ah, kriegen wir locker hin, wette ich mit dir. Das 100 Sims die Parks besuchen. Ja, irgendwie kriegen wir das hin. Irgendwie kriegen wir das schon hin, mache ich mir. Keine großen Sorgen. Jetzt erstmal hier bitte ausbauen. Und zwar brauchen wir ein Klassenzimmer. An diesem Ort. Da machen wir nichts kaputt. Da kann sie erstmal hin. Und noch ein Schulbusdepot. Ein Fahnenmast. Und ein Schildchen. So. Und jetzt gucke ich mal, wie das aussieht mit... Was hast du hier? Rathaus-Upgrade verfügbar. Ein Gemeindehaus können wir dazu bauen. Ja, das wäre doch was. Machen wir einfach mal Upgrade. Woohoo! Voll das Parlament, Leute. Wie gut sieht das denn aus? Hammermäßige Party geht da erstmal ab. Wunderbar. Ich finde gerade nicht zum Ende. So ein Scheiß. Ein Shuttlebus-Depot ist natürlich auch was Geiles. Dann kommen die Sims wahrscheinlich besser zur Arbeit. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, irgendwo muss doch noch... Hier, die wollte ich die ganze Zeit. Eine Schulbushaltestelle. Man muss halt echt langsam mal überall hin. Am besten da eine hin. 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 Da eine. Da einen hin, da einen hin. Hallo, ich will da einen haben. Da einen hin. Da einen hin. Gebäudedichte, da würde ich tatsächlich ganz gerne was drüber erfahren sogar. Das ist recht interessant. So. Das muss alles mit den Dingern hier gut zugestückt sein, sage ich einfach mal. Damit die Sims auch alle schön in die Schule gehen können, ihr kleinen Arbeiter. Ne?
Das möchte ich meinen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wegen dem Shuttlebus-Depot. Das braucht noch seine Zeit. Polizei haben wir schon mal gebastelt. Was sagt Uschi hier mit ihren... Ja, guck mal, das kriegen wir hin. Das ist kein Problem. Möchten Sie erfahren, wie Sie die Gebäudedichte erhöhen können? Ja, von mir aus okay. Die Erhöhung der Gebäudedichte ist wichtig für das Bevölkerungswachstum. Dichtere Gebäude ziehen mehr Bewohner und Arbeiter an. Öffnen Sie das Gebietsding. Ja, okay. Die Gebäudedichtekarte zeigt Ihnen die Dichte der Gebäude an in Ihrer Stadt. Dann öffnen Sie die Gebäudedichtekarte. Die hier. Ne, welche? Also die hier. Okay. Verraten Ihnen, wie sehr die Anlagen schon weiterentwickelt wurden. Ist ein Gebäudebereich für eine Erweiterung, wird dies durch eine grüne Leiste angezeigt. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren. Okay. Wie zum Beispiel hier sehr viel offensichtlich. Wenn ich... öffnen Sie das Startmenü. Nee, das Straßenmenü. Die unterschiedlichen Straßentypen unterstützen die drei Gebäudedichten. Die breiten Hauptstraßen mit den 4 bis 6 Spuren bieten Platz für mehr Fahrzeuge. Okay, also muss ich quasi so Städte wie die hier zum Beispiel mit in Betracht ziehen. Was ist das für ein... Nein! Oh Gott. Schlagzeilen. Ein Alien! Ih! Außerirdische! Sie greifen Nicholstown an! Nicht jetzt! Wir hatten noch keine Probleme. Alles gut. Oh Gott. Was macht denn das jetzt? Wo ist es hin? Ich hab's verloren. Da. Was tut es? Ey, Maxis, du Scheißstudio, dass du immer mit deinen Sims spielen und uns immer alles vermiesen musst. Oh Gott. Der schnarcht, der super. Was macht der denn da? Kommt der Typ, der jetzt gleich rausgeflogen? Jetzt mal ohne Scheiß. Die kleinen grünen Männchen, sie kommen. Ja, Panik in der Hut. Polizei, Armee, haut alles kaputt. Ja. Hat ja. Der ist ja immer noch am Start. Was macht der denn da bloß? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Komischer Freddy. Naja, Alien, mach du mal dein Scheißding da. Mach was immer dir passt, du Mistkerl. Lol. Könntest du es bitte endlich abhauen? Hau einfach ab, du doofes Alien. Ich will dich nicht hier. Du verunsicherst meine Leute. Das ist uncool. Verbrechen im Gange. Wo ist denn die Polizeistation? Da ist er. Wir brauchen also noch mehr Streifenwagen, sagst du? Schön einen hin. Mann, ey, das macht mich jetzt schon wieder fertig. Ist das Ding jetzt endlich weg? Ja, nein, vielleicht. Schlechter Zug, Gangster. Sorgen Sie dafür, dass die Polizei den ersten Verbrecher festnimmt. Ja, ist ja schön. Komm, Musik, mach doch jetzt mal hier. Feierabend. Ich hoffe, sie kommen in friedlicher Absicht, da bestimmt. Oder sie kamen. Was auch immer. Aliens haben meine Oma entführt. Oh, geil. Okay, hammergeil. Das heißt, ich muss jetzt die Oma suchen. Und das heißt, ich muss die Aufnahme hier beenden. Und das heißt, habt ihr Interesse weiterzusehen, wie ich mich bei Sims 2... Sims 2 sage ich schon, oh Gott. Bei Sim City schlage, so rum ist wohl besser.
dann empfehle ich euch, zu kommentieren und zu raten und zu machen und tun und Bescheid zu geben. Spiel doch bitte weiter, beziehungsweise ich werde dann wohl möglich eine neue Stadt anfangen, weil die Stadt hier wird für mich wahrscheinlich weitergemacht. Von daher, Leute, sage ich nur tschüss. Ich hoffe, euch hat das letzte Test und die kleinen Einblicke in meine erste Sims-City-Erfahrung gefallen. Von daher, haut rein, Leute. Wir sehen uns das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.